jetzt bei Top of the Pops. US-Superstar Lionel Richie. Placebo. All Saints aus England. Janet. Die zwei Chartstürmer von Mojo mit Lady. ATC. Live aus Irland. Die Rocklegende U2. ATB. Die fünf Söhne Mannheims. Gold für NSYNC. Und der Topgewinn. Ein Wochenende Amsterdam. Ihr seid immer noch bei der Nummer 1, ihr seid immer noch bei Top of the Pops. Mit einer echten Multikulti-Truppe aus London. Ein Amerikaner, ein Engländer und ein Schwede. Bei den Alternative-Fans sind sie schon lange ganz weit vorn. Diese Woche von der 0 auf die 4 in den Albumcharts, Placebo. Und weiter geht's mit den Shooting Stars des Jahres. Platz 4 diese Woche für My Heart Beats Like a Drum und ATC. Shine bright, I just really wanna be with you. I said
Hier sind die Top 20 der deutschen Singlecharts. Mauro Picotto eröffnet sie diese Woche mit Komodo. Gary Friedle alias DJ Ötzi steigt 10 Plätze mit Hey Baby auf die 19. Rang 18 geht an Dancing in the Moonlight von Toploader. Superstar R. Kelly hat Flugangst. Was das Abstürzen angeht, so scheint seine Angst nicht ganz unbegründet zu sein. Alvis stürzt 7 Plätze auf die 17. Die Olympischen Sommerspiele sind zwar vorbei, doch die Hymne lebt weiter. Rang 16 für Absolutely Everybody von der Australierin Vanessa Amorosi. Oli P. hat's vorgemacht und Janet zieht nach. Die Verwandlung vom Soap-Sternchen zum Popstar. Mit Go Back ist sie gleich bei uns und auf Platz 15. Rang 14 geht an Ich liebe dich von Tic Tac Toe. Gerade tourt Britney Spears durch Deutschland und macht alle, die noch Karten ergattern konnten, extrem lucky, die 13. Die Jungs von Papa Roach vergleichen sich mit Kakerlaken, denn genau wie diese überleben die vier harten Kalifornier alles. Last Resort steigt auf Platz 12. Ein Unternehmer wollte an Madonnas Namen mitverdienen und veröffentlichte unter www.madonna.com Pornos. Die Diva ging vor Gericht und gewann. Rang 11 geht an die echte Madonna mit Music. Die Top 20 der deutschen Singlecharts. Auf ihn sind unsere Mütter immer tierisch abgefahren. Hello, say you, say me, das waren damals so richtige Brüller. Inzwischen hat er seinen Sound ein bisschen aufgefrischt. Nach 8 Jahren wieder am Start. Die Soul-Legende bei Top of the Pops, Mr. Lionel Richie.
euer Top-Gewinn. Letzte Woche solltet ihr wählen, wer sind die besseren Breakbeater, Music Instructor oder die Bombfunk-MCs. Ihr habt euch mit 95% für die Bombfunk-MCs entschieden. Und das könnt ihr diese Woche gewinnen. Yeah, hier sind Dynamite Deluxe mit D-Flame bei den Top of the Pops. Und es geht darum, dass alle Leute von euch bestimmt seit dem grüne Brille-Video haben Bock, mal eine wilde Party in Amsterdam zu feiern, richtig geil abgehen. Dann packt eure Sachen, greift euren besten Freund und ab geht's nach Holland. Verbringt ein ganzes Wochenende in der Grachtenmetropole und feiert so richtig ab. Und das könnt ihr, wenn ihr diese simple Frage beantwortet. Welche Hip-Hopper findet ihr besser? Eure Meinung zählt. Ruft an für 5 Sterne Deluxe unter 01379 70 70 30 oder für Deichkind unter 01379 70 70 40. Egal wie ihr euch entscheidet, alle können gewinnen. Alle. Alle. Und so geht's weiter bei Top of the Pops. Mojo aus Frankreich mit Lady Hear Me Tonight. ATB, GZSZ-Star Jeanette. Die Söhne Mannheims. Gold für NSYNC. Die Backstreet Boys und Sascha in den News. All Saints. Und zum ersten Mal seit 17 Jahren in einer deutschen Fernsehshow U2 mit Beautiful Day. Hä, wieso? Ich dachte, ihr hättet so einen Top of the Pops mit U2. Jeanette, Mojo, den Söhnen Mannheims und NSYNC treten gleich zu der großen Goldverleihung an. Ja, die Jungs feiern schon mal so ein bisschen Backstage. All Saints verteilen hier fleißig Autogramme. Ja, was soll ich sagen? Ich mag Top of the Pops. Und die hier mag ich auch. ATB featuring York, The Fields of Love. Und jetzt kommt direkt der nächste Mega-Ad aus der französischen Party-Connection. Bei uns knallen sie diese Woche direkt von der 0 auf die 2 mit ihrem exklusiven Live-Auftritt nur für euch, nur für Top of the Pops. Lady, hear me tonight. Mojo's in the house. As we dance by the moonlight.
News. Boy Power pur. Die Backstreet Boys liefern uns nächste Woche ihre Ballade Shape of My Heart. Und mit dem neuen Album Black and Blue wollen sie ab Ende November die Weihnachtstische deutscher Teenies dekorieren. It's probably the most diverse album we have ever made, ever recorded. We did a little more writing on this as well as producing on it. And it's a little more real. I think it talks about various things that happen in everyday life. Doch die Rivalen schlafen nicht. Auch NSYNC ziehen mit neuer Single This I Promise You nach. Konkurrenzkampf ist allerdings nicht ihr Ding. I think I can go by saying that it's their job to top themselves and it's our job to top ourselves. We don't focus on what anybody else does. Sascha Goes East. Zum Clipdreh seiner nächsten Single You're the Owner of My Heart zog den smarten Westfalen nach Kiew. Natürlich ist es schön, immer an andere Orte zu fahren, aber es wird nicht mit Absicht gemacht. Also wenn wir Orte für einen Clipdreh aussuchen, dann hat das meistens damit zu tun, dass wir vorher eine Idee haben, die dann besprechen mit den Produktionsfirma oder halt mit den Regisseuren und dann uns überlegen, wo kann man das machen. Wer beim Video allerdings auf prickelnde Stadtatmosphäre hofft, wird enttäuscht. Rübergebracht wird eher osteuropäische Kühle und Schlichtheit. Gedreht wurde auf der Bühne eines alten Theaters und heraus kam ein Schwarz-Weiß-Clip ohne jeden Special-Effekt. Fraglich ist dennoch, ob das schönste Theater wirklich in Kiew steht oder ist Sascha doch bloß reiselustig. Sade ist back. Ende des Monats tritt sie mit der Single By Your Side wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Berühmt wurde sie mit Hits wie Smooth Operator und The Sweetest Taboo. Doch dann verschwand sie plötzlich für 8 Jahre in der Versenkung. I think I needed time to have something and have the need and the desire and have something to say. Because unless you do, there's no point in saying anything. And, that's the only way I can do it, so that's the way I know best, because it is the only way. Nur singen, wenn man was zu sagen hat? Gar keine so schlechte Idee. Was uns da alles erspart bleiben würde.
German R&B meets US R&B. Für seinen Song Dieser Brief holte sich Eimin Unterstützung von seinem Idol Keith Sweat. Er ist natürlich einer von den Stars, die ich schon immer treffen wollte, genauso wie viele andere noch. Und es ist ganz klar, ich habe mich darauf eingestellt und ich habe mir gesagt, alles klar, wenn er kommt, dann werden wir die Sache ganz cool angehen und einfach im Studio zusammenarbeiten, ein bisschen Musik machen. Gesagt, getan, heraus kam die nächste Single. Bei uns steht der zweisprachige Song ab Montag in den Läden. Auf Keith Sweats Album wird es den Song als This Letter auf Englisch geben. Und ich habe auch noch eine News für euch. George Michael hat bei der Versteigerung von John Lennons Klavier Robbie Williams und die Gallagher-Brüder überboten. Für knapp 5 Millionen Mark nimmt er das Klavier aber nicht nach Hause, sondern stiftet es dem Beatles Museum in Liverpool. Ziemlich großzügig. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz neuen Gesicht in den deutschen Top 20. In den Charts hat sie den Aufstieg genauso schnell geschafft wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dort wurde sie nämlich direkt im ersten Jahr die beliebteste Darstellerin. Platz 15 diese Woche für Go Back und Janet. Aus der GZSZ-Hitfabrik, Janet. Ja, und das ist jetzt eine echte Premiere für mich, denn ich werde zum ersten Mal zwei goldene Platten überreichen. Für die Jungs wahrscheinlich nichts Besonderes, aber trotzdem, congratulations and welcome and sing. Thank you. This is for 250,000 sold records. Thank you. And next, you're heading for an Academy Award, right? Right? We're gonna go out. We've been nominated for some awards, so we're gonna hopefully kind of take one home. We're excited. Yeah, cool. I heard you recorded a new song for the new Jim Carrey movie. Yes, we just did a song for the Grinch soundtrack. Yeah. Okay, cool. Plus, you're planning a remake of Grease. That's a possibility. Yeah. We're in the works right now of getting some producers, and we're drawing up the concept of the movie, and hopefully within next year, in the middle of next year, we're going to be doing something like that. Cool. Yeah. Thank you for being here. And I think we'll see you again next time with your new single, This I Promise You. Yeah. Thank you.
Und sie waren seit 17 Jahren nicht mehr in einer deutschen Fernsehshow zu Gast. Top of the Pops hat es möglich gemacht und sie hier ins Studio geholt. Von den Dächern Dublins, U2 mit Beautiful Day. Tschüss! The heart is a blue. Top of the Pops, All Saints aus England, die Söhne Mannheims und die Top 10 der deutschen Singlecharts mit der aktuellen Nummer 1. Jetzt neu, Betty Buckley. Wer holt sich heute die Krone in den deutschen Charts? In ein paar Minuten seht ihr die Auflösung. Seit Montag gibt es ihr neues Album Saint and Sinners. Sie sind definitiv keine Heiligen. Black Coffee serviert von den All Saints.
euer Top-Gewinn. Ein Wochenende in Amsterdam. Yo, wollt ihr in die Königentage nach Amsterdam fahren? Und mal richtig durchfallen, volltauchmäßig? Dann schnappt euch einen Freund und verbringt ein ganzes Wochenende in der Grachtenmetropole. Und die Frage wäre... Welche Hip-Hopper findet ihr besser? Eure Meinung zählt. Ruft an für 5 Sterne Deluxe unter 01379 70 70 30 oder für Deichkind unter 01379 70 70 40. Egal wie ihr euch entscheidet. Alle können gewinnen. Alle. Alle. Verbringt ein ganzes Wochenende in einer der coolsten Metropolen überhaupt, Amsterdam. Sie zieht es dafür aber eher ins gelobte Land. Im November erscheint ihr erstes Album Zion. Diesmal haben sie aber schon richtig vorgelegt. Platz 3 diese Woche für ihre neue Single. Geh davon aus, die Söhne Mannheims. Yeah. Diesen Kampf verloren. Geh davon aus, dass mein Herz fehlt. Denn unsere Liebe ist der Wurm.
Söhne aus Mannheim. Und ihr könnt davon ausgehen, dass es nächste Woche mit Star Power weitergeht. Sunique steht mir dann als Co-Moderatorin zur Seite. Wie immer Samstag um 17.45 Uhr. Aber jetzt die absoluten Abräumer zum Schluss. Die deutschen Top 10 und eure Nummer 1. Macht's gut. Tschüss. Der Sandstorm fegt weiter durch Deutschland Charts. Platz 10 für Darude. Melanie C. gilt als eines der berühmtesten Mädchen der Welt. Mit I Turn To You geht's 5 Plätze runter auf Position 9. R&B meets Latin Pop. Whitney Houston meets Enrique Iglesias. Das Ergebnis? Could I Have This Kiss Forever? Die 8. 1976 gründete der damals 14-jährige Larry Mullen eine Band, die Geschichte geschrieben hat. U2. Mit Beautiful Day landen sie neu auf der 7. Orange Blue haben sich ihren Platz am Schmusehimmel eindeutig gesichert. Die 6 für She's Got That Light. Platz 5 geht an den politisch korrekten Song Home Among a Flasche Bier von Stefan Raab featuring DJ Bundeskanzler. 80C tanzen sich mit My Heart Beats Like a Drum auf Position 4. Bronze geht diese Woche an die Söhne Mannheims mit Geh davon aus. Aufs zweite Treppchen schießen die Newcomer aus Frankreich, Mojo und Lady Hear Me Tonight. Die Sieger der Woche und damit zum vierten Mal Top of the Pops sind Rednecks mit The Spirit of the Hawk.